Nix, außer ein kleines bisschen Essen. Was sich recht geschnappt hat. Dann nicht zufällig einer eine Pistole von euch, weil ich habe zufälligerweise Munition dafür. Nein. Nein. Außer meiner Axt und meiner puren Willenskraft ist nichts vorhanden. Eine Axt und pure Willenskraft, sehr gut. Willenskraft kann manchmal schon entscheidend sein. Oder ist auch eine Fressbude. Den nehmen wir Fressbude. Oder wenn ihr mal noch Vierer- oder Sechserhosen Christine findet, sagt mir mal Bescheid, weil meine ist ziemlich kaputt. Jo. Jo. Oh, ich hätte schon wieder Hunger. Verdammt, na Gott sei Dank, so, hab ich gerade was. Hoch in das Haus des Todes, aus dem ich schon mal aus der Wand gebackt bin und dann am Boden mit gebrochenen Beinen lag. Ach so. Ihr seid noch nicht zufällig an der Leiter verreckt, ne? Nee. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ihr seid diesen tollen Leiterback erlegen, wenn man, der steigt dann auf die Leiter und flitscht dann auf einmal irgendwo in irgendeine Richtung. Wow, Zombie, wo kommst du denn her? Komm mit tot. So, ich bin jetzt in dem Backsteinhaus. Oh, ich bin gerade. Ja, wo wir schon beide durchgelaufen sind. Achso, ja gut. Was haben wir denn noch hier? Vergammelten Apfel, glaube ich. Vergammelte Orange und eine Zange fliegt da drin rum. Ja, sehr schön, okay. Bin dann links neben dir in dem einen Häuslein gerade. Jo. Ich bin, wie gesagt, hinten in diesem Diner. Also dafür, dass so viele Leute auf dem Server sind, dass wir bis jetzt noch keinen getroffen haben, finde ich doch außer meine relativ... Außer meine Begegnung vorhin ja, mit den drei Peoplen, also ist wirklich... So, wo sind die? Alle auf den Airfield dann so? Ja, wahrscheinlich. Oder bei Balota campen wahrscheinlich auch viele. Ja. Die Camper bekämpfen sich, oder wie? Ja, ja. Ich habe schon mal geschafft, auf dem Sniperhügel in Elektro, das war allerdings bei der Mod, da lagen zwei so, sagen wir mal, 100 Meter voneinander entfernt und ich bin da halt hergeschlichen, also gerade also Bambi-mäßig, ne, ich hatte nur eine Axt dabei. Da hab mir gedacht, ach, geh doch einfach mal auf den Sniperhügel, vielleicht hast du ja Glück und kriegst du einen, ne? Ich schleich mir da so meiner Wege. Liegt da einer, ich denke mir, ach, der hat eine SVD Camo, die will ich haben. Zack, umgeknüppelt. Ja, zack, hatte ich die SVD Camo. Hörte ich auf einmal einen 10 Meter neben mir rumbratzen mit einer DMR, wie verrückt. Ich denke mir, nimm doch nochmal die Axt und klopp den auch um. Und zack, den zweiten umgekloppt. Was ist besser als eine SVD Camo? Eine SVD Camo und eine DMR. Ja, am besten M40 A3, die getarnte, die war immer eine sehr schöne Waffe, das war auch meine Lieblingswaffe. Oh, yay, Salinbeck. Schön. Nice. Ich bin den Hügel runtergegangen zu den Häusern hin, ich weiß nicht, wo ihr hin seid. Ich bin noch in einer Hütte drin. Ich bin hier noch in dem Diner drinne, gucke, aber hier ist wie üblich bei den... Ich gehe stark davon aus, dass wenn ich mich jetzt hinlege, ich wieder das Schweigen im Walde sehe. Den Hügel runter. Jetzt in denselben Hügel. Boah, leck. So. Das Salinbeck ist sogar nur damaged. Also. Ja, ganz ehrlich, wäre mir egal. Hauptsache, wenn man es braucht, rein damit, ne? Ja. Könnte mal gucken, ob ich sogar ein HI-Starter-Kit hätte. Aber vielleicht hat sogar ein Salin dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, das irritiert mich auch so ein bisschen, dass bis jetzt noch kein Medkit gefunden ist. Also, ich habe ja eins gefunden und dabei. Mal reingucken. Zweimal Bandagen, was haben wir hier noch? Waterpool-Reinigungs... Ey, geil, ich habe sogar eine Spritze. Das heißt, ich könnte dieses komische Schmerzmittel mir einmal verabreichen. Welches komische Schmerzmittel? Dann habe ich ein Bloodbag-Kit und halt das Start-Kit. Ich habe gefunden Injection-Vial. Da habe ich mal geguckt. Das ist wohl so ein Antibiotikum. Sprich, mit einer Spritze und dem kann man es sich verabreichen. Achso, hier seid ihr runtergelaufen. Und das mache ich gerade auch mal. Ich mache jetzt mal einfach die Spritze damit voll. Warum habe ich jetzt gerade irgendwie Anbandung? Da laufe ich hinter irgendwen her und spritze ihn das. Was ich auch geil finden würde, mit Defibrillator jemanden zu killen. Battlefield, ja, das ist ja ungefähr so wie bei Battlefield. Immer Schlachtfeld. So, in welchem Richtung müssen wir jetzt eigentlich? Da läuft hinter einem Sniper her, der merkt es nicht. So, Messer. Verloren. Nein, kein Messer. Ah, ich sehe, wo wir hin müssen. Ah, alles klar. Ich sehe jemand mit einem großen roten Rucksack und einer Nougat, hätte ich fast gesagt. Das bin ich. Also ich bin hier unten am letzten Haus im kleinen, na gut, nicht ganz letztes Haus, da sind noch zwei, aber ich stehe hier unten am Hügel. Ich schätze mal, da wo die Türen überall aufstehen, warst du schon drin, ja? Dürfte so sein, ja. Ja. Ich gehe jetzt eigentlich auf die letzten zwei Häuser zu, die ich noch nicht betreten habe. Ich
bin wieder ungeduldig. Hi. Ungeduldig wie Nachbars Lumpi. Sprint es darüber. Wer kriegt es zuerst? Wer kriegt es zuerst? Ich hab die Spritze. Ich krieg's auf jeden Fall. Das cool wäre natürlich auch so ein Betäubungsmittel, ne? Ja, dann bräuchte ich aber bitte ein Blasrohr haben. Dankeschön. Und passt eine Pfeile dazu. Du machst die Tür auf, kommst nicht durch und ich renn einfach mal vorbei. Ja. Nee, da sind die Türen schon offen. Dann würde ich sagen, jetzt wieder Richtung hoch, Richtung Hauptstraße und dann. Ja, jetzt muss erstmal wieder orientieren, ne? Hier hoch Richtung Hauptstraße und dann geradeaus nach oben. Moment, ich trink mal schnell was. Mache das. Ich suche mir dann auch gleich mal ein Büschlein und guck mal wieder kurz nach meinem Ofen. Das passt ja hier vielleicht nur ganz gut. Jo. Warum unterbreche ich meine Aufnahme jetzt nochmal und danach laufen wir ja eh wieder. Richtig, jo. Dementsprechend mache ich jetzt auch Pause und ja, dann ist der nächste Laufweg. Mal gucken, wie weit wir kommen. Hallo. Ach, ist sie nicht schön. Ich finde solche Ruinen ja eigentlich sehr toll. Auch in real life. Ja, hat was. Wenn wir jetzt dann noch vielleicht ein bisschen schicken Loot finden würden, wäre ich natürlich noch mehr begeistert. Bin nur gespannt, wie sicher es ist, den Turm hochzuklettern oder ob man dann da auch die Gefahr läuft, rauszubacken, runterzufallen und zu sterben. Ja, also müssen eigentlich Treppen drin sein. Also ich habe auch Stöckchen mit Bandage, sprich ich kann mir auch einen Bruch verheilen. Gut. Aber wir wollen es ja nicht ausreizen. Ich würde vorschlagen, es geht einer den Turm hoch, der Rest sondiert hier unten die Lage. Darum gehen wir beide hoch. Nur ich gehe dann langsam hoch. Dann laufe ich jetzt mal hier unten rum. Ja gut, hier unten wird wahrscheinlich nichts sein, weil das meistens spawnt eigentlich nur im Turm. Hallo? Nein! Oh, Alter! Was macht ihr denn da? Er hat die V-Taste noch nicht gefunden. Ich hab die V-Taste noch nicht gefunden und B bin ich gerade eben eine Etage runtergeglitscht. Oh, schön. Oh, nicht schlecht. Und hier beim Hochgehen aufpassen, man kommt nicht ganz nah an die Wand dran, dementsprechend ist das hier echt ein bisschen tricky. Mit Licht runterfallen. Und hier oben ist schon mal nichts. Ich gehe jetzt nochmal ganz oben drauf, allein um die Aussicht zu genießen. Ja, das war auch mein Plan. Ich komme mal mit. Nur um mal schon mal zu gucken, was man da eventuell noch so sieht. Wieso sehen Sie nichts außer wunderschöner Landschaft wahrscheinlich? Oh, majestätisch. Das ist ja natürlich jetzt schade, dass hier so überhaupt nichts gespawnt ist. Ja, also irgendwie ist das hier auf dem Server ein bisschen sehr merkwürdig, ne? Ja. Nach dem Restart findet man kein Loot. Das da unten ist dann hier Dings, wie heißt es? Das ist Krasnostav. Krasnostav. Ja, da unten rechts, relativ weit an der Straße, da ist der Supermarkt und weiter hinten hinter der Scheune ist dann das Airfield. Richtig. Diese Burg ist auch, glaube ich, eine sehr beliebte Sniper-Position, um da unten im Ort wen wegzuholen. Ja, also ganz ehrlich, wenn du hier oben sitzt und einen Long-Range-Scope hast, kannst du da unten noch so gut wie alles wegholzen, was da rumläuft. Ja, also bei der Mod konntest du das auf jeden Fall super machen, weil du hast hier einen super Ausblick. Außerdem auch auf den Hügel gegenüber, wenn du die richtige Sniper dabei hast, den Nullpunkt ordentlich einstellst. Richtig. Du kannst hier alles wegholzen. Wenn hier du dann auch halt nur dementsprechend auch die Sichtverhältnisse hast. Sag mal so, wenn du mit vier Mann vier gute Sniper, jeder in einer Ecke und überblickt sein Territorium, dann holst du hier alles weg. Außer wenn da einer mit Hubschrauber vielleicht ankommt und Kamikaze macht. Könntest du auch sagen, hier setzt du einen hin, da drüben setzt du einen hin und zwei Leute sitzen in der Stadt und warten einfach nur darauf, dass sie vom Sniper das Go kriegen, dass sie wieder einen umgeholzt haben. Ja. Das machen ja auch viele so. Ne, ich laufe jetzt doch lieber nicht, oder? Also ich gehe eigentlich sehr langsam hier runter. Wirklich, gehockt und dann auch noch schön mit Shift, damit der schön langsam geht. Also ich weiß nicht, was ihr da für Probleme habt. Das sagen die berühmten letzten Worte, oder wie? Das ich fall schon nicht die Treppe runter, die berühmten letzten Worte des Menschen, der die Burg erkundet hat. Sieht man das? Oh, die Treppe sieht aber sehr. Die Treppe sieht doch noch sehr stabil aus. Genau. Und schießt. Jetzt ein bisschen Glück habe. Soweit ich mich erinnere, könnte hier irgendwo in den alten Mauern irgendwo vielleicht. Nee, schade. Nicht nix. So, dann bräuchte ich allerdings bald mal wieder was zu trinken, / essen. Ja, das wird langsam mau. Also ich würde sagen, wir sehen zu, dass wir nach Krasnostav kommen. Au. Ah. Wo treibst du dich gerade rum?
bin unten. Ich bin gerade hier ein lauf hier die Mauerbruchstücke ab. Guck, ob hier irgendwas. So. Da bist du, ja, jetzt sehe ich dich. Ja, ich glaube, da findest du aber nichts. Ich glaube nicht, dass jetzt hier was im Wald wirklich spawnt. Ja. Außer Sniper in den Büschen, glaube ich auch nicht, dass hier was spawnen könnte. Ja, genau. Mal den aber Teufel nicht an die Wand. Es wäre doch so geil, überleg mal, du stehst hier gerade so im Busch, trinkst was, guckst dich nochmal kurz so in dem Moment, spawnt was und wenn sie sich einloggen, kommt ja kurz das Durchladegeräusch und so, okay, Axt kurz am besten noch so, am besten noch so direkt unter dir. Sitzt so im Busch, genau. La 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 und auf einmal klack klack, guckst nach unten, wo kommt der Ghillie-Suit auf einmal her? Bam! Ja. So, dann mit der Axt auf den Kopf und juhu. Auf die Aufnahme und ja, wir sind in dem Ort des Namens. Danke. Ich wollte gerade sagen, der Ort, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Ui, und unter den Betten liegen immer noch keine Kniften. Ja, wir können ja gleich mal gefährlicherweise zum Airfield laufen, was ja, ich allerdings nicht empfehlen würde bei knapp 30 bis 40 Leuten, aber... Ja, man kann ja mal gucken. Ich weiß nicht, ich gucke jetzt mit Absicht dicht unter das Bett und ich wette dann... Liegt da jetzt echt was unter? Moment. Du leg dich hin. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Nein, war nur ein Schatten. Ja, wir sind nämlich beim Burgabstieg, auf dem wir waren. Dummerweise dann etwas auseinandergeraten. Hiking Boots, pristine, in braun. Na, den nehmen wir doch mal mit. Die Hütte sieht vielversprechend aus. Da gehe ich jetzt hin. Das zerreiße ich mal. Combine so. Rack, so ein bisschen was zu verbinden. Jetzt fallen auf der linken was Straßenseite denn? In das Rot-Grüne rein. Ja. Zumindest ist das mal 10 Euro ein paar Meter. Ist nix. Das so ein Haus, wie ich denke. Hey, viel hungry. Ist auch nix. Können wir sogar noch hoch? Nee, okay. Nicht. Ich sehe auf jeden Fall schon mal einen Zombie und ich habe den Zombie gepult. Und jetzt habe ich die V-Taste gefunden, die ich nicht finden wollte. Jetzt nehme ich die Axt raus. Und jetzt blute ich wieder. Genau, jetzt bin ich wieder tot. Ich habe dem diesen Zombie erstmal einen neuen Scheitel gezogen. So, was haben wir denn hier? Ah, ich höre wieder jemanden mampfen. Ja, ich esse was. Er hat schon wieder Hunger. Hm, was haben wir denn hier? Ach, noch ein Tarncap. Aber mal ein bisschen pristine. Was liegt hier? Ein orangener Regenmantel. Ui. Lauren, das wäre doch was für dich. Ja, total. Passend zu meinem orangenen Rucksack. Oh, und ich habe noch eine Pepsi gefunden. Ah, ist eine Dose zu essen. Perfekt. Ja, damit. Ja, zumindest gibt's hier mal Loot. Ja. Ja. Ist auch schön, die Türen hier scheinen noch größtenteils zu sein. Ja. Hi. Ja. Mir juckt die Nase, mir juckt die Nase. Nee, hier ist nichts. Ah, jetzt juckt die Nase nicht mehr. Erstmal was essen. Schade. Mansch. Ja. Ich habe hier aber auch ein Pech, ey. Also ich glaube, wir werden erst eine Chance auf Waffen haben, wir beide, Reggie, wenn wir am Airfield sind. Ja. Wahrscheinlich Waffen, wahrscheinlich für die erste finden und dann kommen 10 Leute um die Ecke und natzen uns. Nein, wahrscheinlich Waffen, die dann auf uns gerichtet werden. Also wenn wir zum Airfield gehen sollten, dann würde ich aber schon eher vorschlagen, dass ich mich parallel dazu, da sind nämlich so mehrere Büsche, die dass du scoutest und uns so ein bisschen... Genau, dass ich so parallel an den Hangars vorbeigucke, dass ich euch so wenigstens ein bisschen Deckung geben kann, wenn ihr da reingeht. Genau, wie war das? Irgendeiner kommt an, zielt auf uns, los, Hände hoch, legt euch hin. Ja genau, und dann kriegt er nämlich schön einen weggeballert. Kooperiert, warum sollten wir? Gerade sind mehrere Mosins auf dich gerichtet. Ja, genau. Die mehrere. Ja, und dann so, mach mal einen Warnschuss. Ja. Bam. Da kommt kein Warnschuss, wenn euch einer bedroht, Warnschuss der kriegt direkt... der kriegt direkt einen Header. Da bin ich eiskalt, ey. Ice Cold Killer. Ice Cold. Ah, hier ist noch zu.
Obwohl ich in dieser Hütte hier noch nie etwas gefunden habe. Wir sind Pazifisten, wir tun niemandem was. Wir sind Pazifisten, wir kämpfen nicht, wir schießen einfach. Ja, genau. Wir töten nicht, Waffen töten. Genau. Also ich finde hier sonst mehr oder weniger wieder nichts. So, ich laufe jetzt schon mal ein bisschen tiefer in die Stadt runter. Ja, hab ich auch ein getragenes T-Shirt gefunden und direkt erstmal wieder Rex rausgemacht. Ja, habe ich vorhin auch gemacht. Ah, du läufst gerade parallel mit linker Flanke zu der Holzhütte vorbei, genau. Ja, ich gehe jetzt hier unten hin. Ich bin gerade in der Holzhütte drin, in der ich noch nie etwas gefunden habe. Und trotzdem gehe ich immer wieder rein. Wenn du von flankieren redest. Warum? Weil? Ich will dir jetzt nicht lästern, aber eigentlich fehlt der für die Ausbildung. Da wären wir wieder bei vergangenen Leben, ne? Ja, auch wieder wahr. Morgensternschläger beim Soldat von Kairo und so. Ich. Ja, und in den Napoleonischen Kriegen. Ja, natürlich. Na toll, über den. Was war das gerade für ein geiler Bug? So, ich bin jetzt bei einem orangenen Backsteinhaus und mein Stomach grumbles. Liegt bestimmt daran, dass du zu viel gegessen hast. Ja, sicher. Nee, ich bin nichts dafür. Schön wäre es, wenn er zu viel gegessen hätte. Dann würde er schon von mir an. Ja, genau. Direkt kotzen. Toll, ein roter Helm. Was soll ich denn damit? Oh, Schuhe. Noch mehr auffallen. Oh, Paket Reis. Yes. Macht nur einen ganzen Haufen Durst, aber ja. Nee, es hilft. Richtig, wenn man dann noch einen Brunnen findet, ist man gesichert. Zahlen, bitte. Ja. Er hat eine Waffe. Yep. Und was hast du? Mosi. Ja, sicher. Sehr schön. Ich habe auch was gefunden. Was? Ein Zombie. Fit in der? Willst du mich nicht? Ach so, oh, schade. Was? Nochmal. Hast du auch was? Ich hab auch was gefunden. Ein Zombie. Ah. Ich höre es, ja. Ich auch. Ja, Munition hattest du, ne? Ja. Komisch, wir dürfen die eigentlich nicht gesehen. Ich bin ihnen vorbeigeschlichen. Dann sind wir ja jetzt relativ gut gerüstet fürs Airfield. Yay, ich mach Runner! Ja, genau, mach du Runner. So. Ist gerade einer von euch in dem roten Backsteinhaus? Oder Richie, da warst du schon drin, ne? Das ist da, wo ich gerade die Mosi gefunden habe. Ah, sehr schön. Da siehst du die Hotspots, die alten. die sind noch. Die sind noch ganz okay. Jetzt mümmel ich mir erstmal hier so ein bisschen Reis, nicht wundern, falls du was krispeln hörst. Ja. Aber dann könnte ich dir auch eigentlich gleich mal die Hose geben. Ja, ach so, dann komme ich jetzt direkt mal eben zu dir, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das. Eine orange steht jetzt ein Regenjacke. Zombie. Ist der jetzt hinter mir hier? Nein. Ja, doch. Und weh, der haut mich jetzt wieder. Ha. So, jetzt habe ich erstmal 50% Reis gemümmelt. Pah, ich bin auch jetzt bewaffnet. Ich nehme einfach 5-6 Bücher mit, die hier gerade in einem Raum liegen. Und er schlägt die Zombies mit Wissen. Ja. Nö, jeden Gegenspieler, der kommt. Wie war das hier? Frisst Shakespeare. Bam. Doch, wenn du so ein dickes Buch an den Kopf kriegst, das schmerzt. Hm? Was denn? Ah, ich hab. Oh, hui, ich finde hier jetzt mal richtig viel zu essen. Jetzt habe ich eine Dose und eine nicht vergammelte Kiwi gefunden. Wo bist du denn jetzt? Nice. Ich bin jetzt ein Haus unterhalb von dir. Ein Haus. Jetzt habe ich noch ein weißes Shirt gefunden, das mache ich direkt auch mal kaputt. Ein Haus unterhalb von mir? Hm. Ja, in diesem mehrstöckigen auch. Ach, das? Mit den mehreren Eingängen auch, ne? Ja, richtig. Da bin ich gerade drin und da bin ich gerade oben. Ich komme mal hoch. Schon wieder Schuhe. Ja. Ja, jetzt steckt die Mosin weg. Ja, in dem Backsteinhaus war da ja schon alle Mann drinnen, da brauche ich ja gar nicht erst reingehen. Ja. Mhm. Ich einfach mal gegenüber in das Haus, jetzt das mal, ist das funktioniert auch mit den Cargo Pants, nicht, dass die jetzt durch den Boden rutschen. Ja, das, ja. Am besten erst den Loot in die neue Hose, die du anziehen willst, rein. Ja, ja. Ach, das mache ich auch schon. Mal. Hat sie die jetzt schon abgelegt? Ja, die hat die schon abgelegt. Ich guck mal unten. Mir wird nämlich jetzt auch nicht angezeigt, das wäre jetzt natürlich äußerst blöd. Ja. Oh, ist das eine Bürogebäude aka Schule? Ne. Nee. Naja, wir finden bestimmt noch eine Hose. Bin das. Naja.
Das sieht echt so aus. Sie laufen jetzt gerade durch zwei Häuser durch. Ja, das sieht sehr danach aus. Da ist hey, das Gebäude. Vielleicht finde ich da ja mal was zum Schießen, ne? Ja. Rote Holzhütte. Und gehst, ah, willst du, will ah, ich. Geh du kannst das Rote nehmen. Ich gehe hier mal, okay, hier diese komische. Okay, ich tausche jetzt meine Pristine-Hose gegen eine Warn-Hose aus, aber mit gutem Grund. Hast du, was ist das für eine Hose? Nee, nicht mehr Platz, einfach grün Tarn. Ah, okay. TTSKO. Was hattest du vorher für eine Hose? Eine blaue mit 6 Slots. Ja, dann will ich mir die mal holen, weil meine ist nämlich relativ kaputt. Okay, geht gerade irgendwie der Server leicht in die Knie oder was? So. Ja, ein bisschen leckt es auch gerade bei mir. Ich kann ja den Kartoffelsack nämlich nicht rausholen aus meiner Hose. Gott. Blue Cargo Pants. Ja, da müssten eigentlich noch ein Dingsbums, ein Burlap-Sack drin sein und den kriegen wir nicht rausgezogen. Nee, der ist bei mir auch rot. Ich versuche den mal, ich tue mal meine Sachen da in die Hose rein und versuche den mal in mein Inventar zu ziehen. Ja, ist ja egal, wenn den einer mit hat. Oh. Ja. Schick, 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 tralala. Ich also, habe eine Kantine gefunden. Ja, ich habe den jetzt im Inventar. Na, hat ganz schön gedauert, aber immerhin. Und da haben wir sogar was zu essen gefunden. Reis. Wir müssen wir ein bisschen Inventarmanagement nur machen. Ist schon einer hochgegangen? Ja. Yep. Nee, das ist... Okay. Ich gehe mal eben durch die benachbarten Häuser. Ich glaube, ich kann den Reis nicht mal mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Also soll ich den mitnehmen? Ich habe noch Platz ohne Ende. Ich vermute, ich gucke hier gerade noch so ein bisschen so, das nach da, das nach da. Und jetzt habe ich ihn auch dabei. Wunderbar. Also, ich habe jetzt 12 Rex. Ich glaube, nimm die Axt, nimm die Axt, nimm die Axt, nein! Gott sei Dank. Ja, ich habe endlich einen Dosenöffner. Ach man, ich will auch einen. Das heißt, der Schraubenzieher kann weg. Jo. Wie war das? Ich tausche meine Dosenöffner gegen eine Mosi mit mir. Nee. Ich hätte hier eine Matchbox mit 18 Streichhölzern, die wir nicht gebrauchen können. So, ich klettere mal die Leiter hoch. Dafür habe ich eine Dose Cola gefunden. Ich meine natürlich Not a Cola gefunden. Not a Cola. Ja, steht da. Eine Nota. Dean's Beans. Also jetzt mit der Mosin fühle ich mich gleich schon noch viel besser. Wenn ich jetzt noch ein Brustholster und eine Pistole finden würde. Ja, wobei ich da auf das Brustholz. Weste. Genau, ich würde aufs Brustholster verzichten und nehme eine Weste. Ja gut, das wäre dann die coolere Variante. Oh, was haben wir denn hier? Alter! Hier ist die Schotti, hier ist die Munition. Ja, ich hab sie schon gesehen. Sehr schön. Und da liegt noch irgendwas noch im Regal, aber das konnte ich von hier aus nicht sehen, glaube ich. Munition habe ich jetzt auch. Ah, da ist die Munition. Yeah. Ich glaube, das ist sogar. Ach, da sind diese Speedloader, da habe ich schon einen von. Irgendwie zumindest so. Ach, und da liegen noch ACP-Rounds. Platz, wo ich. Die ACP-Rounds nehme ich mal mit. Hä? Sind jetzt wo ist die Munition jetzt hin? Och, es hat er die jetzt da unten gebackt. Den ACP. Na, das ist natürlich blöd. Ich habe ja zu nur so, genauso ein Magazin habe ich, aber zwei Schüsse sind nicht viel. Ist aber natürlich auch eine Kette hier. Außer ACP-Munition oder was? Nee, ich habe jetzt ACP. Ich habe ACP. Alkoholtinktur und Desinfektionsmittel. Hat einer Durst von euch? Nee. Wo schreit denn dieser dämliche Zombie? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt gucke ich mal, wie gut ich mit der Mosin umgehen kann. Ja, ich würde. Wolltest du wirklich abschießen? Der ist schon gelaufen. Der fehlt jetzt wahrscheinlich schon vorne irgendwo. Ja, ne, weil ich würde es empfehlen, nicht zu schießen. Also, zumindest wenn wir keine Player sehen, weil das ist dann doch schon so ein Indikator dafür, wo wir so uns so rumtreiben. Das muss ja keiner wissen. Ja. Ich überlege gerade, das Desinfektionsmittel. Ich werde es wahrscheinlich einfach mal auf meine Hose anwenden. Habt ihr noch irgendwas Interessantes da drin? Oder. Brauchst du Handschuhe? Nö, hab ich nur welche. Gut, hier liegen noch welche. Was sag ich mit dem Zombie, der im Keller, der im Erdgeschoss rumläuft? Ja, den will ich gleich holen. Ja, ich hau den jetzt, Hast du eigentlich die Munition noch? Okay.
Was jetzt? Oh, ich krieg den mal. Ja, ich höre die Schläge, dachte gerade, irgendwer schießt. Naja, das war ich, weil dann noch so nicht so. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit der Axt funktioniert noch nicht so wirklich. Ja, die Muni eigentlich gefunden. Ich gehe nochmal oben gucken, ob er sie vielleicht wieder hingelegt hat. Gut, ich nehme mal das zweite Waffenreinigungskit nur zur Vorsicht mit. Ach, hier ist ja eine Flasche Wasser. Schön, mit 60%. Wollt ihr die nicht mitnehmen? Habe ich nicht gesehen, sonst hätte ich die garantiert in der Tasche. Ich habe so eine. Ich habe schon zwei. Ich habe zwei Wasserflaschen und zwei Canteens. Na gut. Ich bin ja nicht gierig. Ich gehe da durch. Ja. Na gut, ist, dass ich ja genau ein passendes Munitionsteilchen sogar noch dabei hatte, aber zwei Schuss sind halt nicht viel. I feel thirsty, I feel hungry. Aber um auf dem Airfield vielleicht jemanden zu verpletten? Green Hoodie! Wäre natürlich ganz cool, wenn wir gleich einen reißen könnten. Oh yeah. Wir reden schon von Reißen. Ich gehe schon mal zum Supermarkt runter, ja? Jop, warte, ich komm mit, weil ich habe hier, glaube ich, ein bisschen die Orientierung gerade verloren, wie wir sind. Hier geradeaus runter, da wo ich stehe. So, dann gucke ich nochmal ganz einfach, unten. Also wenn du zum Supermarkt willst, einfach nur die Straße runter, der ist dann auf der Kreuzung auf der rechten Seite. Ja. Schade, die Munition hat er wirklich weggebackt, aber egal, zwei Schuss sind besser als kein Schuss. Ja. Hi. Das hast du denn diese doppelläufige Schrotflinte, ne? Ich glaube ja. Ja. Ich denke mal, da reicht ja schon ein Treffer mit einer Schrothülse dafür, dass die dann ja, down gehen. Ich glaube, du hast auch normales Schrot, ne? Und kein Slug. Ich glaube, gibt es jetzt noch keinen Slug, weil die Slugs sind meistens grün. Ja, doch, ich habe schon Slugs gefunden. Also ich habe die roten reingeladen. Ich hatte das ist Schrot zwei, normalerweise. Genau, ich hatte zwei rote zusammen. Ach, das hat er ja. Ich komme gerade auf euch zu. Leckt der wieder hier so rum, ey. Ja, so ein Weapon Cleaning. Oh, da stehen mehrere Cerealien rum. Ja. Nimm ich mir da eine von. Mache da ziemlich noch ein Basie. 100%. Und dann ich will nämlich noch das Weapon Cleaning Kit, was hier vorne im Regal steht. Ich habe auch noch eins, wenn du es haben willst. Ja, ich nehme das hier. Gut, dann haben wir jetzt eine Reihe. Ja, so gut. Ja, also hier steht noch eine Kiste Cerealien, ne? Im Regal. Wie viele stehen da hinten? Noch zu viel, glaube ich. So, was haben wir hier? Gut, dann schmeiße ich eins weg. Ich schleppe hier nicht unnötig hier rum. Ne, ich nehm's nicht mit, das ist badly damaged. Ich habe ja eh keinen Platz mehr dafür. Hä? Was ist das denn? Sack Mais. Ich glaube, die ich hier hatte, waren beide pristine. Wir haben das beide Reis da unten lag das. Boah. Eine Spraydose! Grün! Yay! Du kannst deine Dose wieder umlackieren. Yeah! Du kannst auch deine. Ach nee, du hast ja die Schotti. Nee, meine. Ach so. Ich nehm sie einfach erstmal mit. Ach nee, passt gar nicht mehr ins Inventar. Denn. Also sie liegt hier. Ich hab noch Platz. Wieso? Na, ich hab meinen breiten Arsch da nicht durch. Meinem gebärfreudigen Becken hätte ich das gesagt. Geh nochmal eben hier rein. Gut, dass wir auch nicht aufnehmen gerade, ne? Nein. Nein! Gut, dass wir das am Ende, wenn, auch alles rausschneiden. Ja, so gut wie wir daran denken. Wahrscheinlich, ja doch, bei diesen ganzen Aufnahmen werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr schneiden. Hallo! Ich möchte jedes Mal hochgehen, obwohl ich genau weiß, da oben ist nichts. Oh, trink! Ja. Eine Pipsi. Und, was haben wir hier Schickes? Brauch noch eine Hiking Boots. Warte mal. Welcher Zustand? Nein, brauche ich Pristin, nicht. Braun. Ich habe so, das waren schwarze Pristin, die habe ich jetzt angezogen, jetzt sind da meine braunen. Und die in braun sind? Pristin. Gut, nehme ich. Wo hast denn die? In dem Haus, wo wir gerade drin waren, Sauron und ich, in dem kleinen gefunden. Weil die sind dann nämlich besser als ich meine... Ich muss mal kurz ans Telefon. Mache das. Die sind nämlich besser als meine grünen Jungle Boots, die badly damaged sind. So, ich nehme mal an, der steht da immer noch oben in der Hütte drin. Kannst du uns beide supporten? Hm? Uns beide schützen kurz, weil dann gehe ich nochmal kurz. Ja, ich meine, wo du bist dann aber. Ja, hier bei Sauron. Guck hier. Du bist ja eben gerade auf uns zugelaufen. Hinten am Supermarkt. Bei den roten Containern und den kleinen Verschlag. Sag mir jetzt.
Ja, genau, kriegt er unter durch. Hi. Hände hoch. So. Oh ne, hier oben grummelt ein Zombie rum. Ja. Da ist der Zombie. Oh, wow. Okay, jetzt wird's interessant. Vor allem, wir dürfen nicht runter. Nimm die Axt! Na also. Gut ist, dass er anscheinend auch das gerade noch gesehen hat. Er banished sich schon gut. Ich wollte die Axt gerade nicht nehmen. Ja, das Problem war, du hättest mit der Axt jetzt auch aus Versehen ihn treffen können. Ja. Ja, ich, ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich hab's gesehen. Alles klar, jetzt leg ich mich hier mal ganz kurz hin. Alles klar. So, Aufnahme, ja, dann können wir dann ja auch bis zum Airfield wieder beenden eigentlich. Jo, wir sehen uns dann auf dem Airfield wieder. Horridoo.